Sport nicht. Deswegen möchte ich jetzt noch einmal von der Beginn wichtige Sponsoren, wichtige Heimkondition der Schützenheim SV Mainz 88 recht herzlich begrüßen. Angefangen mit dem Herrn Angerer als Zertifikat von ZDF. Herzlich willkommen auch Herrn Klaus Hart, Heimsprecher des FSV Mainz 05. Herzlich willkommen. Begrüßen wir das Team des Südwestdeutschen Rundfunks und Herrn Keber. Herzlich willkommen. Unseren Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Herr Michael Ebring. Herrn Höhle von den Stadtwerken Mainz. Herrn Hans-Günther Mann und Herrn Mühle von der Sparkasse Mainz. Sowie Herr Schwemann von der DuxHG und dann noch Herr Demici von ESSO. Herzlich willkommen hier in Mainz. Ja, dann kannst du da vorne hin, da siehst du ihn. So, dann kommen wir endlich zum Sportlichen. Endlich geht es wieder los mit Ringen, Bundesliga-Ringen hier in Mainz-Oberach. Es treffen direkt zwei richtige Hochkaräter aufeinander. Der amtierende deutsche Vizemeister, der KSV Körper, trifft auf den amtierenden
schwimmt Ziel für Körner, der estnische Vize-Olympiasieger Heikki Rami. Für den HSV Mainz 88, auch wenn er seit 2008 im Verein und seit immer für den Italiener, Dario Dimacini!
Runde 2 meistens. Gestern ist der Runde. Ja.
nächste Kampf für den Küstenmeister bis zu
26 Jahre alt, deutscher Meister in diesem Jahr gewonnen, nicht nur mit Eins, sondern auch im Einzelbereich und mehrfacher Teilnehmer auf Europa- und Weltmeisterschaften. Thank you.
Thank you.
ist die internationale. Thank you.
interessant. Ja. Schiebe gibt's nicht mehr. Das wird interessant. Thank you.
Und auch hier wieder hat der Ringer in blauen Matschik an der Mitte 30 Sekunden Zeit, um eine Wertung zu erzielen. Wenn ich das mit denen ohne ist, ist es nur Arschbacken.
Auf meiner Seite
hier. Er ist 30 Jahre alt, bulgarischer Staatsbürger, war mehrfacher bulgarischer Meister, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 und Vize-Europameister im Herbst 2010. Gibt es gut.
das macht, dann warten beide aus. Ja? Wenn ich da der Andreas gemacht oder ein anderes, hätte das gut bei den Adams vielleicht noch, aber ein anderes, der Berlin hätte es nicht geschafft. So souverän da neu zu gehen, damit es Ruhe ist. Thank you.
Das kostet immer die Nacht.